wir bleiben nämlich genau bei dem, wo wir jetzt gerade sind, dieser Frage, wie Träger, Förderer in Museen bei der digitalen Transformation unterstützen können. Und wir haben jetzt drei Perspektiven. Wir haben einmal die Perspektive der Förderer, einmal die Perspektive der Geförderten und einmal die Beratungsperspektive, also quasi zwischen den Stühlen. Das wäre quasi eigentlich der Stuhl zwischen euch. Damit fangen wir auch an, nämlich mit Jenny Engler-Petzold. Jenny ist zertifizierte EU-Fundraiserin, arbeitet seit 10 Jahren als selbstständige Projekt- und Fördermittelberaterin, vor allem im Bereich Kultur, und füllt jetzt quasi den imaginären Stuhl zwischen euch. Wir gehen und vielen Dank an alle und an Jenny. Ja, vielen Dank. Eins meiner großen Talente, die ich gelernt habe in meinen 10 Jahren, ist Zeit aufholen. So, ich stelle mir meinen eigenen Timer noch dazu. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich bin aus Berlin angereist und freue mich, sozusagen meine Perspektive mit euch teilen zu können. Ihr habt es schon gehört, ich bin seit 10 Jahren, seit knapp über 10 Jahren Fördermittelberaterin, Begleiterin für Kultur, hauptsächlich für Kulturinstitutionen, aber auch Einzelkünstler und auch im demokratischen Projektbereich sehr viel aktiv. Ja, und worin besteht eigentlich seit 10 Jahren mein Job? Mein Job besteht aus Organisationen zuhören, Vorhaben einschätzen und zu überlegen, wie sind die zu bewerkstelligen und wo können sie im Prinzip gefördert werden? Zu wem passen sie? Sind sie überhaupt passgenau dazu, was sozusagen Projekte benötigen, um in eine Förderung überhaupt reinzukommen? Und aus der Perspektive heraus begleite ich die Organisation dann auch eben perspektivisch weiterführend in ihrem Controlling, in ihrer Abrechnung. Und das befähigt mich, glaube ich, dazu, ganz gut zu diesem Thema hier sprechen zu können. Und regelmäßig und unmittelbar einfach zu erleben, welche Herausforderungen es hier gibt und an welchen Stellen sozusagen auf beiden Seiten gearbeitet werden kann und gearbeitet werden muss. Jetzt gucke ich mal, was hier meine erste Folie ist. Genau, und wir haben es heute früh auch schon gehört und das fand ich ganz toll, dass es eigentlich gar nicht so schrecklich viel im Anfang benötigt, einen gemeinsamen, also den Willen gemeinschaftlich von allen Seiten ausgehend zusammenzuarbeiten, gemeinschaftlich besser zu werden, aufeinander zuzugehen, zu kommunizieren etc. Und hier eben wirklich auch die verschiedenen Perspektiven und Herausforderungen einfach zu betrachten. Warum ist das dann einfach so schwer? Warum, also was hindert die Organisationen, was hindert aber auch die geldgebende Seite sozusagen häufig daran, das umzusetzen? Und ich will gar nicht davon reden, dass es, also es gibt wahnsinnig viele gute, positive Beispiele auf beiden Seiten, wo das gut gelingt, leider eben aber auch sehr viele, wo es nicht gelingt oder wo einfach der Schritt sich nicht getraut wird zu gehen. Und das ist sozusagen hier einfach eine, ja, buntes Potpourri, eine bunte Zusammenstellung der Probleme, die ich immer wieder höre und wie gesagt, ganz vieles eben wirklich auch auf beiden Seiten. Die Überforderung, multiple Krisen, natürlich nicht erst seit Corona, sondern ganz viele Sachen gab es auch einfach schon davor, unklare Finanzierungsquellen, wie sollen wir das machen, die Haushalte schrumpfen von den öffentlichen Geldern hauptsächlich. Überarbeitung, es ist immer wieder einer der Punkte, die ich sehr, sehr häufig höre. Wie soll ich da jetzt hier sozusagen noch ein Projekt machen? Wie soll ich da jetzt hier noch einen Antrag schreiben? Ich bin mit meinen Inhalten so beschäftigt, wie soll das nur gehen? Auch die fehlende Stabilität einfach dadurch, dass immer nur projektweise gefördert wird, ja, dass Personal immer nur für bestimmte Zeitperioden da ist oder dann eben man den Zuwendungsbescheid so kurz vor knapp bekommt, dass man sich entweder dann schon wieder wegbeworben hat oder aus Liebe bleibt, aber nicht weiß, kriege ich jetzt meinen Arbeitsvertrag nächste Woche noch. Und das sind eben ganz viele Sachen, die einfach hier wirklich zu strukturellen Problemen führen und auch einem Ressourcenmangel, der eben wirklich auch bei geldgebender Seite teilweise eben vorhanden ist. Auch wenn es dann darum geht, ich habe da, keine Ahnung, 150 Projekte vor mir liegen, die soll ich jetzt bewerten, wie soll ich das bewerkstelligen?
mit wem kann ich jetzt hier gut zusammenarbeiten, wie sehen die Struktur vielleicht, die Strukturen innerhalb einer Stiftung zum Beispiel aus, ja? Wo ist denn hier eigentlich auch meine Führungsperspektive? Also kann ich wirklich auch das umsetzen, was vielleicht eigentlich eine gute Idee ist, ja, strukturell eine gute Idee ist, aber was mache ich, wenn sozusagen meine geschäftsführende Ebene nicht mitzieht? Ja, also das sind wirklich alles beidseitige Herausforderungen. Genau, und in diesem breiten Feld bewegen wir uns hier einfach. Aber natürlich ist es dann klar, dass für die eigenen, also eigentlich ist es logisch, dass genau deshalb diese strukturelle Ebene noch mal mehr mitgedacht werden muss und noch mal mehr kollaborativ auch wirklich mitgedacht werden muss. Das, wofür man eben immer keine Zeit hat, das, was immer hinten runterfällt, aber das, was es eigentlich besser machen würde. Ja? Und das ist aber wahnsinnig schwierig, aber eben umso nötiger. Und ich habe mich jetzt hier mal auf der nächsten Folie mit zwei meiner Gedanken, die ich immer mit mir trage, also für beide Perspektiven, die habe ich hier mal einfach mitgebracht. Ich habe nur Zitatzeichen dran gemacht, weil das meine sind. meine Gedanken an der Stelle. Genau, innovative Vorhaben in nicht funktionierenden Organisationen werden keine Unterstützung erfahren. Wir hatten gerade so ein ganz tolles Beispiel, wo ich das Gefühl hatte, wow, hier läuft es wirklich super, aber das ist bei ganz vielen Organisationen leider nicht so sehr der Fall. Und gerade wenn es um innovative oder eben auch Digitalitätsprojekte innerhalb der Organisationsstrukturen gehen, ist das ein ganz, ganz großes Problem, das dann einfach, ich sag mal, intern sabotiert wird, in Anführungszeichen. Und auf der anderen Seite, Fördernde, die nur ihre eigenen Vorgaben-Checkliste abarbeiten, werden nie ein wirklich innovatives Projekt fördern. Und da sehe ich auch eine ganz, ganz große Blase sozusagen, wenn einfach Richtlinien, die aber eigentlich nur für bestimmte Strukturen gedacht sind, weitergegeben werden an kleine Antragsteller, wenn Vergaberichtlinien runtergerissen werden oder sei es nur so etwas Simples in Anführungszeichen wie Bundesreisekostengesetz, was überhaupt gar nicht angewandt werden muss für kleine Träger, ja. Und hier sozusagen kein Spielraum gewährt wird. Das ist etwas, wo ich sehe, wo Geldgeber, wo Fördernde wirklich sehr, sehr viel an ihren eigenen Strukturen machen können, um eben dann auch diejenigen Projekte zu bekommen, die Vorhaben fördern zu können, die sie vielleicht auch wirklich ansprechen wollen. Ja, was jetzt also machen? Wie soll das jetzt also gehen? Und da schließe ich an die drei Damen von heute Morgen an, die das so schön gesagt haben. Entschuldigt, ich habe die Namen nicht parat. Es müssen sich beide Seiten bewegen. Es muss eine Zugewandtheit geben. Es muss eine Kommunikation miteinander geben. Ein gegenseitiges Lernen. Das sind wirklich Grundvoraussetzungen. Es braucht aber auch immer eine größere Strategie von den einzelnen Organisationsstrukturen. Und auch das einfach mal machen. Ja, das, wie war das gestern, die Abendveranstaltung, einfach auch mal den Mut haben, eventuell schöner zu scheitern, als immer nur vor den eigenen Problemen sitzen zu bleiben. Ja, also den Schritt zu wagen, und das ist wirklich toll, wenn das möglich ist. Ich will es ein bisschen konkreter trotzdem noch machen und habe hier einfach mal drei Ebenen mitgebracht als Diskussionsspielraum für nachher. Was ich sehe aus meiner Arbeit, wo ich denke, was wirklich angegangen werden kann, dass administrative und rechtliche Spielräume analysiert werden müssen von den Fördernden und eben auch wirklich zugute der Antragstellenden zu nutzen auf der einen Seite, Barrieren im Antragsprozess abzubauen, und da gibt es auch wirklich ganz tolle Beispiele, auch hier direkt aus dem Raum mit dem, ne, mit dem ZFKT, die ihr Weiterkommen-Programm auch den Antragsprozess auch verbessert haben, auch immer weiter verbessern wollen. Und es gibt auch natürlich bundesweit tolle Beispiele dafür. Und genau, im Zweifel wirklich für die kleineren Organisationen, für die kleinen Museen in ihrem Fall, für die Mutigen unter ihnen sozusagen da zu sein. Aus antragstellender Perspektive, was mir sehr häufig fehlt und wo ich sage, das braucht es, ist wirklich eine eigene Vision zu haben. Und wenn es nur sozusagen das Kuckucks-Wolkenheim ist, was erstmal im Kopf zusammengesponnen wird, aber ohne eine große Vision, ohne die Idee, wo man hin will, gerade bei Digitalitätsprojekten, hilft das alles nicht. Ja, da kann man ganz viel machen, man kann ganz viel links und rechts gucken und immer sich nach dem nächsten Programm orientieren, was da irgendwo ausgeschrieben ist. Aber das wird nie dazu führen, dass sich eine Organisation, ein Museum,
weiterentwickelt und zwar nach ihren eigenen Maßstäben, wenn man keine eigene Vision davon hat. Und das eben wirklich auch inhaltlich und strukturell langfristig wirklich auf strategische Beine zu stellen. Und eben wirklich auch inhaltlich nochmal zu analysieren, wo können wir jetzt selber was machen, wo können wir uns weiterentwickeln. Genau. Und die dritte Perspektive, meine Perspektive, alle Menschen, die beraten, es gibt so viele Menschen, die beraten, die Expertise haben, weiterbilden, vermitteln, begleiten und das wirklich sich regelmäßig reinzuholen und zu sagen, okay, das ist es uns wert, weil wir dann einfach den großen Mehrwert davon haben. That's it. 10 Minuten, glaube ich, hier auf die Minute, das ist über mich. Tausend Dank, liebe Jenny.